Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Leckerschmecker Küchenfee. Ja, der geübte Zuschauer wird sich wundern, wo steht die jetzt gerade rum, weil so sieht meine Küche normalerweise nicht aus. Wir sind heute ein bisschen umgezogen in eine größere Küche und aber ansonsten bleibt alles gleich. Ich werde wieder mit euch backen, ich bin auch die gleiche Person. Und ja, was soll es denn heute geben? Ihr seht schon ein paar Sachen hier aufgebaut. Es gibt Mehl, es gibt zig verschiedene kleine Zutaten, wo ich euch nachher noch sage, was alles ist. Also es wird ein Dresdner Christstollen. Wer mein letztes Video gesehen hat, hat gesehen, ich habe ja schon mal ein Stollenvideo gemacht. Das war aber das Matcha-Stollen-Video. Und heute will ich euch zeigen, wie ihr einen Dresdner Stollen einfach in veganisiert herstellen könnt, ohne das grüne Matcha-Pulver. Ja, genau. Dann würden wir einfach mal starten. Als erstes brauchen wir Milch, wir brauchen die Hefe und wir brauchen ein bisschen Agavendicksaft, damit die Hefe schön geht. Ich erhitze dafür die Milch ein bisschen. Ihr könnt natürlich aber auch einfach zimmerwarme Milch nehmen, aber ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn sie so ein bisschen warm wird, dann geht die Hefe besser. Wie gesagt, der Löffel Agave kommt dazu. Und sobald die Milch ein bisschen eine Temperatur hat, kommt noch die Hefe rein. Und dann wird das Ganze erstmal 10 Minuten gehen. Keine Angst, ihr müsst jetzt wie immer nicht alles mitpinseln, mitschreiben. Es kommt alles wieder hier unten rein in die Beschreibung. So, wichtig ist, dass die Milch auch nicht heiß oder zu heiß ist, weil sonst geht die Hefe nicht. Dann einfach den Würfel Hefe hier rein verteilen. Die Hefe muss sich ein bisschen dann auflösen und dann, wie ich vorhin schon sagte, geht das Ganze 10 Minuten. Okay. So, die 10 Minuten sind um, die Hefe ist gegangen. Die kommt jetzt hier zu dem Mehl mit dazu und wird dann einfach ein bisschen vermengt. Das ist der sogenannte Vorteig. Und wenn der Vorteig die halbe Stunde gegangen ist, geht es dann auch gleich weiter. Ihr merkt schon, Stollenbacken ist nichts, was ganz schnell gemacht wird, sondern da braucht man ein bisschen Geduld dafür. Aber ich verspreche euch, das lohnt sich. Also nicht wundern, es wird noch kein richtiger, fester, vollständiger Teig. Wirklich einfach nur gucken, dass die Hefe gleichmäßig hier drunter verteilt wird. Und so kann man das Ganze lassen. Worauf ihr auch achten müsst, wie immer, wenn ihr mit Hefe arbeitet, es muss warm in der Küche sein. Also heißt, eine zu kalte Küche oder Zugluft oder irgendwas ist tödlich für den Hefeteig. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen achtet immer drauf, heizt die Küche ein bisschen vor. Dann stellen wir den Wecker einfach wieder. 30 Minuten, wie gesagt. Und dann geht es gleich weiter. Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit auf dem Wecker, aber man kann die Zeit vorzüglich nutzen, indem man jetzt in dem Fall die... Also ich habe jetzt Alsan genommen, ihr könnt aber auch jede andere Pflanzenmargarine nehmen, schon mal ein bisschen anschmilzt, weil dann geht das Ganze hier im Teig ein bisschen besser zum Verrühren und Verarbeiten. Also heißt, einfach wieder den Herd anschalten, die Alsan da reinschmeißen in den Topf und schon mal ein bisschen flüssig werden lassen. Dann geht es jetzt weiter. Die Margarine ist jetzt schon schön flüssig. Die geben wir jetzt einfach in den Vorteig mit dazu. Dann kommt hier rein von den Gewürzen die Muskatnuss, eine Prise Salz und natürlich zum Süßen, wir wollen ja einen leckeren süßen Stollen haben, kommt noch Agavendicksaft. Ihr könnt Agavendicksaft natürlich durch jedes Süßungsmittel ersetzen, was immer ihr möchtet. Ihr wisst, ich mag Agavendicksaft gerne, aber es geht auch mit Xylit, mit Rohrzucker, mit normalem Zucker, was auch immer ihr möchtet. So, und jetzt kommt noch ein bisschen Zitronensaft rein natürlich. Auch den geben wir einfach mit dazu und dann wird geknetet und danach wird der Teig geschlagen. Ich mache mir nur ganz kurz ein bisschen Platz, weil zum Teig schlagen brauchen wir Platz. Jetzt erstmal einen schönen Teig kneten. Der Teig soll natürlich richtig schön griffig werden, ist er bei mir gerade noch nicht. Deswegen holen wir uns einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Das kann passieren, das ist auch nicht schlimm. Einfach ein bisschen Mehl dazugeben, weil ihr braucht schon einen richtig schönen, geschmeidigen Teig, den ihr dann natürlich auch schlagen könnt. Und wenn er zu flüssig ist, spritzt er euch überall hin, nur bleibt er nicht da, wo er bleiben soll.
Und dann haben wir hier eine schöne feste Masse. Das merkt ihr daran, dass er fertig ist, dass ihr ihn so als Teigklumpen euch nehmen könnt. Okay, jetzt geht's weiter. Ihr nehmt euch immer so ein kleines Stückchen Teig, so gut eine Handvoll, und die wird einfach 30 Mal auf die Tischplatte geschlagen. Das ist alles, das ist Stollenschlagen, ja? Also einfach immer wieder auf die Platte und danach wieder zusammennehmen. Und das macht ihr, bis der Teig richtig schön, also entweder 30 Mal oder bis der Teig richtig schön weich ist und bis der ganze Teigbollen dann aufgebraucht ist. Sehr schön. Dann haben wir hier einen schönen Teig. Müsst ihr jetzt nur mal gucken, dass ihr die kleinen Teile wieder zu einem großen zusammenbringt. Wir breiten den hier ein bisschen aus auf unserer Arbeitsfläche. Und jetzt kommen nämlich die nächsten Zutaten rein. In meinem Fall hier das Zitronat und die Mandeln. Die Mandeln schön klein hacken. Das verteilt ihr jetzt einfach auf dem Teig drauf. Und dann knetet ihr das ein bisschen zusammen. Und dann ist auch schon wieder der Moment, wo der Teig eine halbe Stunde gehen darf. So. Wenn ihr das alles schön drauf verteilt habt, klappt man den einfach zusammen. Sieht doch schon mal fast aus wie ein Stollen, oder? Der geht jetzt wieder eine halbe Stunde. Holen wir wieder unseren netten Wecker dazu, dass wir den Stollen nicht vergessen. Und dann geht's gleich weiter. Jetzt ist die nächste halbe Stunde um. Ihr seht, er hat sich schon etwas vergrößert. Bringt ihm nicht viel, weil ich drücke ihn wieder platt. So gemein bin ich. Als nächstes kommen hier jetzt einfach nur noch die Rosinen rein. Das sind Rumrosinen. Die habe ich gestern Abend schon eingelegt in Rum und heute Morgen abgegossen. Könnt ihr auch einfach kurz davor machen, damit die auch richtig schön noch saftig sind und den Stollen so eine gewisse Feuchtigkeit geben, damit auch der dann einfach saftig ist und kein trockener Stollen. So, und den klappt ihr jetzt einfach wieder zusammen, damit die Rosinen wirklich auch drin sind. Tut ihn nochmal so ein bisschen verkneten, dass wirklich keine offenen Stellen sind. Das sind die Stellen, die sonst aufplatzen können. Und dann darf er nochmal eine halbe Stunde ruhen. Okay, den Ofen könnt ihr dann schon vorheizen auf 170 Grad, am besten Ober- und Unterhitze. Und ja, das ist jetzt die letzte halbe Stunde gehen und dann ist er auch schon fast fertig. So, und dann ist die letzte halbe Stunde jetzt auch endlich vorbei. Jetzt passiert nicht mehr viel. Außer, dass der Wecker klingelt und mich erschreckt, kommt der Teig jetzt einfach zu einer schmalen, schönen Rolle. Also wirklich schmal, weil der geht im Ofen sowieso noch auseinander. Dann brauchen wir ein Messer. Tada! Schneiden einfach so eine Falte rein. Keine Ahnung, wie nennt man das? Damit der Stollen dann schön aufgehen kann. Was dann noch wichtig ist für den Ofen, ein wärmefestes Gefäß mit Wasser drin für den Wasserdampf. Und das kommt jetzt noch in den Ofen rein. Könnt ihr einfach wie so eine Auflaufform nehmen dafür, die eignet sich da perfekt. Das stellt ihr einfach unten in den Ofen rein. Und dann fehlt uns nur noch das Backblech und den Stollen drauf. Tata! Und so geht das jetzt einfach ab in den Ofen. Wie gesagt, Ober-Unterhitze am besten und dann nochmal so 40 Minuten backen. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann ist der Stollen schon fertig. Und jetzt, da der Stollen auch schön ausgekühlt ist, circa anderthalb Stunden, können wir ihn jetzt auch buttern und zuckern sozusagen. Logischerweise buttern wir ihn nicht, sondern wir nehmen wieder schöne Margarine. Und dann wird er einfach eingestrichen mit der Margarine und danach kommt da Zucker drauf. In meinem Fall habe ich jetzt aus Agavendicksaft einen Zucker genommen. Das gibt es so im Bioladen zu kaufen. Finde ich ganz nett, weil so kann ich tatsächlich auf herkömmlichen Zucker verzichten. So einfach schön drauf verteilen. Und dann braucht ihr ein Sieb, ein bisschen von dem Agavenzucker und einen Löffel natürlich. So, genau. Und dann einfach mit dem kleinen Löffel zusammen könnt ihr dann den Zucker hier drauf verteilen.
Und ja, das mache ich jetzt einfach mal noch fertig, bis ich in dem Sieb nichts mehr drin habe. Danach verpackt ihr euch den Stollen schön in eine Stollentüte oder auch, wenn es für euch zu Hause ist, in eine Alufolie. Und dann braucht er einen kühlen, dunklen, trockenen Ort. Kann auch gerne der Kühlschrank sein. Bei mir ist es das Schlafzimmer, weil das immer kalt genug ist. Und dann lasst ihr ihn so ein bisschen ruhen. Man darf ihn natürlich auch frisch essen. Man muss ihn nicht ruhen lassen, aber dann schmeckt er halt noch besser. Aber ich weiß, die Ungeduldigen unter euch werden ihn gleich aufessen. So, perfekt. Hat er auch eine schöne Zuckerschicht abbekommen. Genau, das war's im Prinzip schon. Wie gesagt, das Rezept findet ihr unten in der Beschreibung mit allen Mengenangaben und was, wie, wo, wann und warum und wie lange natürlich auch. Gebt mir gerne ein Feedback dazu, gebt mir Kommentare, gebt mir Likes. Ich weiß, mit den Kommentaren ist es inzwischen etwas schwierig. Man braucht ein Google-Plus-Konto. Aber ihr wisst ja auch, dass ich bei Facebook und bei Twitter bin. Dort könnt ihr mir jede Menge Kommentare zu dem Video geben, ohne ein Google-Plus-Account zu haben. Und ja, wer zu faul ist zum Backen, der das Video zwar toll fand, aber meint, selber backen ist nicht meins, schaut auf meiner Website vorbei. Auch die verlinke ich euch hier mit rein. Da könnt ihr eure Stollen bei mir bestellen. Egal mit welchem Süßungsmittel, ob mit Zitronat oder ohne, Rosinen, Mandeln, Mohn, was auch immer ihr möchtet, das kann ich euch alles machen. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel als Danke zu sagen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Küchenfee. Gut, jetzt flog hier überall der Zucker rum.